Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Batman Arkham Knight, zu Part 81. Und jetzt machen wir, das ist jetzt der letzte Part für heute und dann machen wir jetzt hier das dann halt hier den letzten Part fertig hier. Und dann reicht es nämlich auch für heute, dann machen wir morgen weiter. Nein, das ist ja... Das ist das, was ich glaube! Es ist Batman! Keep going! Okay. Ah, ich muss in die K. Hier oben sind wir sicher, oder? Naja, geht es nicht. Aha, hier durch also. Cool. Ach. Könnt ihr vergessen. Ich bin im Batmobil, ihr könnt mir gar nichts, Alter. Was? Part 81 haben wir jetzt. Okay. Das ist eben halt mal 3. Mir ist es jetzt egal, ob es jetzt 3 ist oder nicht 3 ist, meine Güte. Jetzt nur bewusstlos. Das redet aber vorhin schon die. Ach komm. Ja, jetzt hör auf zu jucken, Alter. Das juckt schon wieder, ey. Das ist nicht normal. Aber am Steißbein fängt es an zu jucken. Oh, neue Riddler-Trophäe. Cool. Das war's, Detektiv. Meine Roboter haben ihre Aufgabe erledigt und die Stadt mit meinen Rätseln versehen. Sieh es dir an. Genieße es. Das war's. Versuch sie zu lösen. Stürze dich in Selbsthass und Verzweiflung. Und dann stürze dich in die dunklen und doch verlockenden Fluten des Ozeans. Und dann? Hä? Nee, funktioniert nicht, klar. Warte. Ich versuche. Ja, ich glaube, ich muss nochmal ins Batmobil einsteigen. Vielleicht noch gleich in die Richtung einsteigen. Wir werden dann auch gleich sehen, warum ich hier einsteigen muss. Okay. Ah, hier rein oder was? Nee. Waren wir ja schon. Ah, hier, ja, ich muss die Dinger. Oder ich das Ding erstmal hier diesen Schalter umlegen, dass ich einfach im Wippenwiel reinkomme. Ja, na klar doch. So, dann wollen wir mal hier. Nein, das muss ich so stehen lassen, weil sonst komme ich hier nicht rein oben. Deswegen muss ich das jetzt so machen. So. Perfekt. Dann noch mal ein ganzes Stück nach oben. Und das. Ah.
Ah, Nightwing müsste eigentlich auch gleich hier auftauchen. Ja, wo ist Nightwing? Kommt der eigentlich heute noch? Oder muss ich hier also dann noch neu? Ja, komm, das kannst du bei dir behalten, Alter. Was? Hau ab jetzt. Meine Güte. Alter, lass doch mal die Scheiße liegen jetzt. Reicht's, Alter. So einer. Ja. Komm, hau ab jetzt. Endlich. Meine Güte, ey, geht mir mehr auf den Piss langsam heute. Echt. Nein. Ja, ist okay jetzt. Meine Fresse, ey. Ich zünde das jetzt hier nicht. Ich stehe vor diese scheiß Tür. Ah, ich habe gerade gedacht, der Joker ist da noch drin. Egal, der liegt da hinter der Panzertür. Aber oh, das ist eben sein Problem. So, jetzt aber. Ich verschwende nur meine Zeit. Ich muss diese Waffen zerstören. Diese Waffen müssen zerstört werden. Das ist klar, ich will gucken, dass ich so nach oben komme. Dass ich da... Gute Neuigkeiten. Ich hab Pinguin. Er ist genau da, wo wir ihn wollten. Dreister kleiner Bastard. Du hast die ganze Nacht von mir genommen, Batman. Zeit, ein wenig von dir zu nehmen. Bats, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Penner. Alfred, du musst Nightwings Peilsender einsetzen und seine Position für mich orten. Master Grayson befindet sich nicht in Gefahr, oder? Der Pinguin hat ihn. Oh je, ich habe ein Signal. Er befindet sich an einem Ort in Otisburg. Beeilen Sie sich, Sir. Wir wissen beide, dass Master Grayson gefährlich leichtsinnig sein kann. Klar, ich weiß. Ah, endlich das Letzte. Jetzt raus hier. Ah, da ist er. Es geschieht erneut, Bats. Erst lässt du Jason Todd sterben. Jetzt tritt der alte Dick seinem Schöpfer gegenüber. Ich weiß, was du denkst, und du hast recht. Es ist alles deine Schuld. Man sollte dir eine Gefahrenwarnung aufnehmen. Jetzt raus hier. Meine Güte, ey. Ah, da drüben oder was? So, Pinguin, jetzt komme ich. Jetzt wirst du in den Knast gehen, Freundchen. Pinguin, warst du sicher, dass Batman auftauchen würde? Wieso? Was liegt
rum und wird tüchtig vermöbelt? Ach klar, Nightwing. Ich frag mich, wie es bei dem aussieht. Ah, die jungen Leute vertragen sowas. Ziemlich abgebrühter Mist, ja, was? Er hatte es noch nie mit dem Pinguin zu tun. Dachte, er könnte es allein mit dem Boss aufnehmen. Ja, von wegen. Der Penner sei gerade. Ist gerade euer Lord Pinguin. Ja, schön für dich. Na ja, komm, nervt nicht. So. Hab dich. Da müssen wir mich erstmal finden, ihr Deppen. Ich glaube auch nicht, dass so. Naja. Ich glaube nicht, dass es. Ich glaube nicht, dass es so leicht wird. Mann, Batman hat ihn echt erwischt. Arme Socke. Hatte mich schon gefragt, wann er endlich loslegt. Er hat Glück gehabt. Wenn er das mit mir versucht, wird es ihm schlechter. Er steht nicht mehr auf. Geht weiter. Stelle Wachgeschütze auf. Na, kommt mal her, ihr Süßen. Was willst du? Nightwings Signal kommt aus dem Inneren des Gebäudes. Es muss einen Weg reingeben. Auf alle Fälle muss es einen Weg reingeben, natürlich. Aha. Hier drüben ist ja was. Mal gucken, ob wir hier drüben reinkommen. Der Aufzugsschacht sollte mir Zugang zum Rest des Gebäudes verschaffen. Natürlich. Du willst ihn wirklich retten, oder? Ja. Du solltest das lassen. Wenn er einfach auf eigene Faust loszieht, hat er es verdient. Er respektiert dich nicht. Bats hat er nie. Du hältst jetzt den Rand einfach mal, okay? So. Berichten zufolge ist Quincy im Nordsektor von Bleak Island. Angeblich ist sie wegen der Fledermaus zurück. Jetzt sag mal. So, hier runter noch. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass da noch ein ganzes Stückchen mehr reingeht. Er vielleicht gerade nicht, aber ich schon. Doch, ich glaube, ich weiß, wie. Ja, okay, alles klar. Ach, ihr verprügelt mich. Sag das doch gleich. Ja. Nein, da
Geh ich nicht durch. Ich geh andersrum. Na komm, weg mit dem Ding. Ich mache einen Überraschungsangriff für die Penner. So. Du das, Nightwing? Wir lassen dich noch ein kleines bisschen länger leben. Alter! Noch mehr geistreiche Konversation. Toll, gibt's hier auch einen Schachtausgang vielleicht? Oh, Leute. Der Boss will ihn lebend, aber sein Gesicht einfach zum Reinschlagen. Sieh's mal so, das ist was, worauf wir uns noch freuen können. Ja, stimmt auch. Ja, toll, was das jetzt gebracht. Was machst du denn hier? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was das gebracht hat. Ist schon schlimm genug, die Fledermaus hier zu haben. Du hättest in Bloodhaven bleiben sollen. Ah. Was soll ich sagen? Dich zu treffen war die Reise wert. Du hast echt nix. Hi. Ja, ich drück doch, Alter! Genau, das ist der. Und weg mit dir! Okay, wenn ihr das jetzt so haben wollt. Alter. Ich kann Nightwing nicht einfach im Stich lassen. Bam! Jetzt. Was hast du dir dabei gedacht, allein herzukommen? Ein Danke fürs Aufspüren wäre schon nett. Mhm. Du solltest froh sein, wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Schätze mal, der ist abgehauen. Ich hoffe, es wird abgehauen ist. Weil sonst krieg ich hier gleich noch eine andere Aktion hier mit Star. Ja, jetzt komm. Jetzt, Junge. Jetzt schließ diesen perfekten Tresor doch einfach. Mach hier nicht rum lang. Alter, ich krieg gleich Aggression, wirklich. Ich finde das Spiel wirklich geil, aber. Ist das nicht gemütlich? Der wieder. Auf den hier solltest du aufpassen, Batman. Boah, Alter. Du bist ein Idiot, weißt du das? Hey, Oz. Weißt du noch die fliegenden Graysons? Flying wer? Was faselst du? Die fliegenden Graysons, die besten Akrobaten der Welt. Halt die Klappe, die Tunte. Wann immer sie im Zirkus auftraten, brachten sie die Luft zum Vibrieren. Schnauze, sag ich. Sie hatten ein besonderes Kunststück, das hat einem den Atem geraubt. Der nächste Atemzug wird dein letzter sein, Junge. Sag also schon mal Lebewohl. Hörst du das, Batman? Du wirst dir wünschen, dich nie mit mir angelegt zu haben. Niemand bestiehlt den Pinguin. Niemand. Du hast mich einmal zu oft bestohlen. Vielleicht gefällt dir ja das Gelaber, Batman. Mir nicht. Vielleicht denkt er, ich zieh's nicht durch. Ist das so? Lass es einfach. Nein, stopp!
Ich soll's nicht, ich mach's. Basta! Ich schwöre bei Gott, töte mich lieber, Batman! Sonst bringe ich dich um! Ich werde... Oh, halt die Fresse! Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Ist bei dir alles okay? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf. Nichts hält dich auf. Beschütze Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich weiß. Und du kommst mit jetzt. Verdammter Penner, ey. Da mache ich keinen separaten Part, das mache ich jetzt mit drauf. Das ist mir jetzt egal, ob der ein bisschen länger wird. Endlich 100%, ey. Endlich das geschafft, endlich 100%. Bei dem auch noch. Oh mein Kopf. Wo bin ich? Im Bettmobil. Doch. Die gehören mir. Du kannst sie als Altmetall verkaufen, wenn du jemals rauskommst. Ohne deine kleinen Helfer bist du ein Nichts. Ich hätte dich fast gehabt, nicht wahr? Was ist denn los? Hast du Angst? Du hast die Wahl, Cobblepot. GCPD oder Leichenschauhaus. Leere Drohungen, Batman. Jeder weiß, dass du nie tötest. Ich bin heute nicht ganz der Alte. Ich bin mir sicher, dass du dich morgen besser fühlst. Eine geruhsame Nacht kann Wunder wirken. Haut ab. So, wir sind im GCPD. Und da kommst du jetzt in den Knast, Freundchen. So. Sie weicht dich ab und dann bist du im Knast, Alter. Das war's. Der nächste hockt im Knast. Auch da habe ich die 100% endlich. Bewegung, Cobblepot. Immer mit der Ruhe, ich komme. Erst schreist du mal. Da sind sie ja. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ohne sie war es nicht das Gleiche. Siehst du das, Batman? Das ist Treue. Du musst stolz sein. Rein mit dir. Hi. Ich hätte Scarecrow schon vor langem sagen sollen, dass es ein großer Fehler ist, dich ins Spiel zu bringen. Pass auf, was du sagst, Oswald. Wir befinden uns jetzt auf der gleichen Seite der Gitter. Er hat recht. Ich will dir die Fresse halten. Lass dich nicht täuschen, Bats. Unter dieser mickrigen, fetten, diebischen Schale steckt ein trauriger, kleiner Teddy, der nur raus will. Trophäe erhalten, eine Prise Tod. Gut, und das heißt, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Aber heute. Ist dein Plan wäre narrensicher, Oswald. Die sich wieder gleich streiten, die Deppen. Also gut, das war's jetzt für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also dann, ciao, bis morgen. Gute Nacht. Aber bevor ich jetzt hier abbreche, will ich kurz das gucken. Eigentlich die 100% von... Wow! 2, 4, 5, 5 Sachen von 100%. Er entführt Menschen, beraubt sie ihrer Identität, tötet sie. Dieser Mann ist gestört, ihm muss Einhalt geboten werden. Der Opernmusik zu folgen hat bisher stets Früchte getragen, Sir. Sie sollten damit fortfahren. Endlich jetzt... Kurz mal nach draußen. Ich weiß, was die Cops hinter deinem Rücken über dich sagen, Freak. Sie glauben nicht an dich. Sie denken, du verlierst. Ich will mal gucken, ob es jetzt anzeigt oder nicht. Ja, okay. Nee, das zeigt es nicht an, okay. Die Feuerwehr. Auch das nicht.
Irgendetwas stimmt nicht mit Azraels neurologischem Muster. Ich sollte zum Uhrenturm, um es mir am Bad-Computer genauer anzusehen. Alles mal morgen. Vielleicht ein Hinweis auf eine Krankheit, Sir. Ciao. Oder etwas Schlimmeres.